Also ich habe bis jetzt noch nicht geplant, sie wegzuschneiden. Die waren mal länger. Die waren sogar mal länger. Okay. Das ist aber nicht cool. Das sollte Winner's Quarters sein. Ja. Mal sehen, ob es noch korrigiert wird. Hero Samus. Ah, er spielt wieder Samus. Okay. Ja, Hero wird wahrscheinlich auf Bounce fischen. Ich meine, warum nicht? Es gibt ihnen so viele Vorteile gegen Samus. Ich bin mal gespannt. Eine Angewohnheit von Chiles ist, dass er immer sehr lange an der Ledge bleibt. Zumindest gegen mich. Ob das Quick irgendwie ausnutzen wird. Tja, da sind Leute wieder froh. Versucht ihn zu snipen und nicht Let's Treffen. Ist natürlich ein bisschen cooler, wenn man offstage geht und das Ganze macht, aber Let's Treffen ist halt optimal. Das, der Grab war nicht schön. Ja, dagegen war schön. War auch ambiguous, auf, ob da der zweite Hit rauskommt oder nicht. Ist dann schön, wenn es uns on-shield trifft und dann weiß man nie wirklich, wie viel Schild da ist. Ja, die Abi von Hero reicht ziemlich weit, wenn sie voll aufgeladen ist. Das soll man nicht unterschätzen. Ich meine, der ist davon fast ganz weggekommen. Ja, eigentlich sollte es Winner's Quarters sein, was recht. Ah, aber wenn du es jetzt im Chat schreibst, dann wird es eventuell der Moritz sein. denn witzige Geschichte. Ich habe jetzt hier sogar Game Sound, also ich höre das Spiel, aber dafür hört mich der Moritz nicht mehr. Aber ja. Hä? Ja, ja, genau. Er hat recht. Das war der Secret Technique von Quick, wie man seinen Gegner nervös macht. Naja, wäre eventuell besser gewesen. Aber klar, der beendet es sofort. Und bei Naja kriegt er nochmal Tech Chance. Gut, jetzt hat er Bounce, aber wenn er halt die ganze Zeit Offstage verbringt, dann bringt ihn das auch nicht so viel. Und genau das plant der Quick gerade. So, er tanzt ein bisschen und ja, da hat er Unreactable Down Smash gemacht. Das meinte ich vorhin, dass Chiles sehr gerne an der Kante hängen bleibt. Natürlich, bei Samus muss man relativ lange an der Kante bleiben, um Opening zu finden. Mit Bombe und Charge Shot und alles mögliche, was er da hat. Aber das war halt wieder ein bisschen zu lang. Wahrscheinlich hat er auch nicht gerechnet, von der Entfernung zu treffen, getroffen zu werden. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der Down Smash von der Entfernung trifft. Gut, ja, eigentlich gute Werbung von Tosanyu. Wenn ihr Interesse habt am Smash-Turnier in Hessen und Umgebung, in Mainz ist am Freitag immer ein Weekly, da können ein paar mehr Leute hin. Und hier in Darmstadt ist das Weekly, ja, gut, jede Woche. Momentan nur mit 10 Leuten, eventuell wird das auch mal wieder mehr. Aber gut, dann geht's mal weiter. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, warum Pools noch nicht, oder der Titel noch nicht geupdatet wurde. Weil der Moritz, glaube ich, gerade Essen holen ist. Da hat der Chiles erwartet, dass der Charge Shot kommt, oder da wurde er einfach vom Crab getroffen. Quick Crab. Es ist immer so super scary, gegen Quick irgendwo zu sein. Wenn er da seinen Move mit auspackt. Hat sich mit dem Down Tilt von da durchgeduckt, bringt ihm aber nicht so viel. Das
fühlt sich immer so an, als ob Jump, Air Dodge on Stage eine gute Option sein sollte. Aber es ist irgendwie fast genau das gleiche wie Neutral Get Up, nur schlechter. Und es ist noch nicht mal ein guter Bait. Ja, das ist ein bisschen traurig jetzt, aber. Okay, da hätte ich ein bisschen. Oder hätte er besser konvertieren können, der Quick, aber. Ja. Safe spielen ist auch okay. Jab 2, der schlecht oder einer der schlechtesten Moves von Samus. Jab 1 ist eigentlich ganz gut. Solange du dann aufhörst, seinen Button zu halten. Oder nochmal zu drücken. Genau, der Moritz ist wieder da, der kann das dann auch beheben. Diese Unstimmigkeiten. So, ja, also. Das ist halt Quick. Ich meine, es gibt einen Grund, warum er hier der beste Spieler ist mit Abstand. Er outschmooft uns einfach. Er outnuffelt uns, er outpunisht uns. Und vor allen Dingen ledge-trappt er uns. Das ist wunderschön. Ich frage mich, ob irgendwer schon mal eine Movement-Montage von Quick gemacht hat. Da bei 100%, also das ist natürlich noch nicht garantiert, aber 100% gibt es trotzdem eine gute Wahrscheinlichkeit, dass da der Track was gilt. Oh, weiß jetzt gerade einer noch, ob Track und Wack unterschiedliche Killprozente haben, also Killwahrscheinlichkeiten, eher so gesagt. Ja gut, da war jetzt gerade das mit dem Ledge from Bear. Hat er sich wahrscheinlich aufgehoben. Das war das, was ich meinte. Chiles ist sehr faul an der Ledge. Jetzt ist die Frage, ist das Best of 5 oder Best of 3? Anscheinend Best of 5, cool. Das heißt, wir kriegen noch mehr Quick Gameplay. Ja, also momentan ist SNS 2G Plus mit 10 Leute Cap, aber er will mal diese Woche schauen, was sich da jetzt geändert hat und was er da machen kann. Der Quick, der fühlt sich mal wieder. Das Setup ist so sick, dass er da die Bombe macht und dann von der Stage runterrollt und seine Legend Invisibility resettet. Okay, dann. Ja, ich war mir da nicht mehr sicher, Belfast. Ich glaube auch, Track macht ein bisschen mehr Schaden. Was dann auch wieder ein Unterschied ist. Geht super weit auf Stage und kriegt kein. Und der Chiles kriegt keinen Zoom. Das ist ein sehr schöner Edgeguard. So, Up Air ist leider ein bisschen nach vorne gegangen, dadurch. Also, der Chiles hat nach vorne die Eye, dadurch konnte er nicht auf der Plattform zwischenlanden und das weiter extenden. Hat den Jump gekettet? Aber sehr guter Air Dodge. Quick wollte da super reingehen. Weil er gesehen hat, dass er Jump weg war. Aber durch den Air Dodge wurde das denied. Und mit der Back Air die Get Up Attack outspaced. Schöner 3-Stock. Noch nicht mal über 50%. Das ist ein Quick Game. Okay, könnte sein, dass ich sogar als nächstes on stream bin. Ach, was will ich spielen?